Jetzt sind halt die ersten 6 aufgelistet gewesen, und man denkt so, siehst du Noga vor Pöntro und Hirsch, das war schon sehr speziell gewesen. Wir sind alles für sich kleine Highlights gewesen. Also es ist das erste Mal Quali für den Weltcup geschafft, das erste Mal im Weltcup dürfen starten, das erste Mal Weltcup Punkte gemacht, das erste Mal dürfen Adelboden starten, was wirklich extrem cool ist. Das erste Mal in die Top 10 fahren mit dem 4. Platz in Karlsruhe, das erste Mal das Weltcup-Finale dürfen, das erste Mal Schweizer Meister, das sind halt alles so für sich Highlights und da eins rausnehmen ist relativ schwierig. Unter der Woche hat meine Mami Ski und den Rucksack am Bahnhof gebracht und ich bin nachher, wenn der Mittag die Schule aus war, am Bahnhof in den Zug gestiegen. Mit dem Kollegen ist dort auch noch Ski gefahren von Wil. Entweder auf Rumenau oder auf Alt St. Johann. Ich habe noch Fußball gespielt, aber noch nicht gedacht, ja, Goalie kann ich auch alleine trainieren und jetzt mal Ski fahren. Mal schauen, wie weit das es bringt. Jetzt kann ich immer noch auf den Fußball zurück. Es geht darum, einfach, ja, dass man das bestätigt und nicht, dass man das Gefühl hat, das geht automatisch so weiter. Also ist natürlich, ich arbeite jeden Tag, dass es so weitergeht, aber ich glaube, erwarte ich das falsch. Jetzt mal bei der ersten Rennen Konstanz reinbringen und wieder eine Sicherheit aufbauen. Und dann hoffe ich schon, dass in der Saison Top 15 wird.